Kann ich einfach außen rumgehen? Hell yeah, ich kann einfach außen rumgehen. Dann wozu das Ganze? Bullshit. Da rein, in Gizamalukes Grotte. Perfect, enter with X. Und? Wow, Gizamalukes Grotte. Mit Musik, die ich eher bei Castlevania einstufen würde. Nein! Nein! Los, aufstehen! Gut, also soweit sind die Feinde schon vorgedrungen. Wow! Fuck it! Oh man! Komm, 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 komm! Und wieder denkt Vivi, dass er schuld ist. Warum? Vivi! Vivi! Idiot! Du bist nicht schuld. You're super awesome, Vivi! Push the door! Dumm, dumm. Na toll, wir kommen da nicht rein. Sei denn... Hey, bist du in Ordnung? Black Mages, couldn't do anything. Okay, I'm done for. Take this bell and go to Bermesia. The Black Mages took our bells. The king and palace, please protect. Hey! Auch... Gizamalukebell und ein Kampf. Gegen bitte einen dieser Black Mages. Ich trete denen jetzt in den Hintern rein. Und dann, was sind das? Zombies. Skelette. Back Attack, perfect. Preemptive Strike, whatever. Ich glaube, Blizzard war gegen die ganz effektiv und du jumpst auf den anderen. Bits. Oder irre ich mich? Ich glaube, ich irre mich, dass es nicht Blizzard war. Aber ich meine halt schon. Thunder! Gut, dann haben die eine Schwäche, die ich noch nicht nutzen kann, wenn ich mich recht erinnere. Feuer vielleicht? Heck. Oh mein Gott, okay. Babe. Ich glaube, jetzt sollte ich die beide so ganz schnell killen können. Fire! Kill it with fire! Ich glaube, das ist so mein Standardspruch, wenn ich Fire-Spells nutze. Whams! Oh, und ich habe das Gefühl, ich will vielleicht doch den Ogre anlegen. Aber dann lerne ich Bandit nicht mehr. Bandit. Und das ist ein nützlicher Skill später. Phoenix Down Potion. Awesome. Was mache ich denn da jetzt? Was mache ich da? Ich bin mir unschlüssig. Erst einmal öffne ich die Tür. Ding, 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 ding. Ja, ja, Mann ist da. Lass mich rein. Oh mein Gott. Kill. Kill. Wow, die drehen aber ganz schön ab. Und da sind die beiden Gaukler. Wuhu, die freuen sich. Jungs, Bosskampf? Wer ist das? Was weiß ich nicht. Nohohoho. Ich habe ihn schon mal gesehen. Was, du hast ihn vorher gesehen? Lasst uns ihn einfach töten. Dann trete ich diesen Magiern jetzt in den Hintern. Oh, ich freue mich schon. So, wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Da seid ihr. Und ich bin ganz dreist und beklau den kleinen Sack vorher noch. Holy shit. Potion. And you use a potion too. Fuck it. So viel... Super, okay. Die haben nichts Nützliches zu klauen. Das heißt, wir lassen es auch sein. Denn das ist mehr als nutzlos, dann zu klauen, dann kill ich sie lieber. Dann mache ich die Viecher lieber fertig. Okay, auf Vivi könnt ihr Nahkampfangriffe machen. Und das war schlecht, das war ganz schlecht. Ich dachte noch, da wäre Emero dran. Denn seine Freyas Nahkampfangriffe, ihre Nahkampfangriffe sind irgendwie schwach. Tot. 1-0 für den Trupp Emero. Dann Nummer 2. Jump. Jump ist der effektive Angriff. Auf jeden Fall. Und es lohnt sich meiner Ansicht nach auch wirklich total da zu warten. Auch wenn es eine Weile dauert, bis sie wieder runterkommt. Nein, nein, nein. Ihn heilig nicht. Emero heilig. Es dauert halt echt eine Zeit, bis sie wieder runterkommt. Aber wenn sie runterkommt, macht sie 300 Schaden. Was ungefähr... Oh, fick dich doch.
Ja, Wurms, was momentan ungefähr einem Angriff entspricht, so wie Emero ihn mit dem Ogre machen würde. Und das ist definitiv ganz cool. So, Fnea gewinnt. Wuhu! So, was wollen die beiden Gaukler jetzt von mir? Ey, die sollen auch mal runterkommen. Den poliere ich jetzt als nächstes die Fresse. Hii! Run away! Run away! Ihr seid Bastarde. Potions, ich habe nur noch 58. Damit sollte ich auskommen. 54, okay. Die... Wow, bleib stehen. Kill. Und ich sorge dafür, dass die alle erledigt werden. Mag vielleicht ein bisschen langweilig mit der Zeit werden für euch, aber das ist gutes Training. Und ich muss einfach weiter mit summen. Ich liebe die Musik einfach. Wow. Und auf ihn schon. Ja, das müsste ausreichen. Ich hoffe, ich kann gut rechnen hier. Im Sinne von einteilen, eher als rechnen. Komm schon, sie jumpt, genau. Und zap. Wow. Cool da. Immer ganz ruhig. Auf Vivi. Vivi ist schwach gegen Eis, warum auch immer. Was irgendwie total keinen Sinn macht. Aber Blitz hat man zum Beispiel gesehen, hält er problemlos aus. Da kriegt er, ich weiß nicht, 40 Schaden oder so? Also, wenn Vivi Eis abkriegt, ist das ein Problem. Blitz. Und Emero gleich hinterher. Emero, Power! Fail! Thunder auf Emero. Okay, ich will jetzt nicht Trance-Modus. Super. Ah ja, das ist jetzt klasse. Der ist verschwendet. Der ist weg. Der ist wasted. Damn it. Damn it. Einmal Trance-Modus. In die Tonne getreten. Woo! Und wir haben Antibody gemeistert. Antibody, wie schon erzählt, ist verdammt gut. Werde ich auch drin behalten. Received Gizamaluke Bell. Aber hier brauchen wir mehrere, wie es mir scheint. Fragezeichen. Ring the Bell. Ding, ding, ding. Okay, ich würde sagen, ich gehe erst in diese Side-Entrances hier mal rein. Ausrufezeichen. Denn sonst hätte ich diese Bronzeweste nicht gefunden. Und ja, das gibt, glaube ich, jede Menge optionalen Scheiß. Take this bell. So, jetzt kriegen wir da gleich noch eine. Die wir dann natürlich... Moment. Die wir dann natürlich jetzt erst rechts noch benutzen. Oh. Gut, die wir erstmal gar nicht benutzen, denn erstmal werden wir angegriffen. Gegen Bienen. Giant Bees. Kill them with thunder. Bums. Jump auf zweiter. Und die sind nicht gerade stark, gut. Dann kann Emero auch schon problemlos auf den da gehen. Stinger. Was? Was sind das für Skills? Psst. Whatever. Hat das jetzt meinen Angriff ge... Moment, was ist mit Emero los? Was ist mit Emero los? 400 Watt? Wieso? War das zufällig Berserker? Okay, wenn das Berserker war, ist das ein mieser Status zur Erklärung. Ich glaube es. Das ist sowas in diesem Spiel gab. Berserker, die kriegen höhere Angriffskraft, entscheiden aber selber, also durch so einen Zufallsgenerator, wen sie angreifen. Das heißt, die können sich selber angreifen, die können meine Teammitglieder angreifen oder eben meine Gegner. Und das ist ein Problem. Das wird lustig. Jawohl, den töten wir. Black Magic, Thunder. Den töten wir. Und den töten wir. Hoffentlich komme ich schneller dran als die. Mit wenigstens zwei. Dann ist der Kampf nicht ganz so schlimm. Was? Oh, fuck it. Wenn das ist, was ich denke, dann ist er jetzt berserkert. Aber wenigstens hat Vivi keine MP mehr. Das heißt, Vivi ist etwas ungefährlicher. Wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen.
Spear erstmal, genau. Auf. Freya schlägt zu. Du gehst dann auf ihn. Und perfekt, ja. Vivi, ich liebe dich. Ich super awesome, Vivi. Was? Nicht auf Freya, nicht auf Freya. Freya kommt in... Oh, fick dich! Ich wüsste gar nicht mehr, was das für ein Status ist. I don't care, they die. Dum, dum. Oder der zwingt die dazu, dass sie nur noch angreifen können. Das könnte auch sein. Mit Vivi jetzt auf jeden Fall erstmal Blizzard gemeistert. Wieder definitiv was Schönes. Und zack.